Willkommen bei Kommunikation Weiterdenken. Wir sind in Berlin, dem politischen Herzen der Bundesrepublik, und Politik ist heute auch unser Thema. Genauer, die politische Kommunikation in Gegenwart und Zukunft. Darüber reden wir mit Martin Fuchs. Moin Moin. Herzlich willkommen. Martin, du bist Politikberater und berätst Politiker aller Ebenen, gerade zu den Themen der digitalen Kommunikation. Nun ist es so, dass wir in Deutschland von einem Twitter-Präsidenten wie Donald Trump relativ weit weg sind. Die meisten würden sagen, zum Glück. Aber welche Rolle spielen Social-Media-Kanäle aktuell in der politischen Kommunikation? Ich glaube, eine Politik und eine politische Kommunikation ohne Social Media ist heutzutage nicht mehr denkbar. Und die Frage stellt sich auch für viele Akteure, ob es auf Bundes-, Landesebene ist oder Exekutive, Legislative, auch gar nicht mehr, ob sie es nutzen sollen oder nicht, sondern es ist eher die Frage, was sie nutzen und wie qualitativ professionell das gemacht ist. Also gerade in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass eine wahnsinnige Professionalisierung stattgefunden hat, sowohl in natürlich die Teams, die aufgestockt wurden, als natürlich auch die Tools, die Kompetenzen, die man aufgebaut hat und auch die Budgets, wenn man sich Wahlkämpfe anschaut, die sich verschoben haben, sehr, sehr stark in die digitale Kommunikation. Das heißt also, erfolgreiche Kommunikation heute in der Politik funktioniert eigentlich nur noch digital, wenn sie im Ping-Pong und gemeinsamen Spiel mit analoge Kommunikation funktioniert. Es gibt keine digitale mehr, sondern es muss eigentlich gemeinsam gedacht werden und die müssen sich beide befruchten an. Wird es ernst genug genommen, gerade in dieser Verbindung, oder ist noch ein guter Teil davon auch Push-Kommunikation, statt auch zuzuhören? Es wird ernst genommen, aber leider falsch teilweise. Das ist schon auch mein Eindruck, auch nach all den Jahren, wo viele ja auch schon gezeigt haben, wie man es richtig macht, dass natürlich das oftmals dann die erlernte klassische Pressearbeit übertragen wird natürlich auf Social-Media-Kommunikation und da dann der große Fehler gemacht wird, dass man den Dialog gar nicht mitdenkt. Oftmals auch mein Gefühl, gar kein Interesse an Dialog hat, weil es bedeutet ja wieder viel Arbeit dann, sich auseinanderzusetzen, dann vielleicht auch natürlich mit kritischen Meinungen auseinanderzusetzen und das mag ich nicht als Martin Fuchs, das mögen normale Menschen nicht und natürlich auch nicht Politikerinnen und Politiker, dass sie dann natürlich öffentlich auch kritisiert werden, damit man so umgehen lernen. Und da würde ich mir schon auch wünschen, dass es weiter weggeht von Push eher quasi auch zu einer dialogischen Kommunikation an der Stelle. Aber natürlich haben wir viele Best-Practice-Geschichten auch und ich glaube, viele erfolgreiche Politiker und auch Institutionen, Ministerien, über die wir reden und die wir so im Blick haben, die haben es schon verstanden, wie es funktioniert. So. Was wäre ein Best-Practice-Beispiel? Ach, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, bleiben wir beim Thema Digitalisierung, was die Staatsministerin im Bundeskanzleramt Dorothee Bär macht zum Beispiel, dann finde ich das schon sehr gut gemachte Kommunikation, die verstanden hat, sich eine digitale Marke aufzubauen. Und ich bewundere es immer wieder, wie sie es schafft, dann auch digital wirklich in Dialoge zu gehen, wo ich mich frage, wie sie das hinbekommt in den 18-Stunden-Tagen, die sie hat. Und wenn sie auf South-by-Southwest-Konferenzen in den Staaten ist, dann trotzdem in Deutschland präsent zu sein mit ihrer digitalen Kommunikation. Das finde ich toll. Aber auch Katharina Schulze in Bayern zum Beispiel, die Fraktionschefin der Grünen, hat sich in den letzten Jahren auf den verschiedenen Kanälen, Snapchat, Instagram und so weiter, mit einer sehr nahbaren, sehr nahen Kommunikation an ihr dran, einer erklärenden Kommunikation, wie Politik funktioniert, auch eine Community aufgebaut oder Communities aufgebaut, die vielleicht gar nicht mal unbedingt grün nah waren, aber die natürlich diese Personen schätzen und die es meines Erachtens sehr, sehr gut macht. Aber es gibt in jeder Partei Leute, wo man sich was abschauen kann und sagen kann, okay, das machen die schon ziemlich gut. Kann man es auf bestimmte Kernelemente runterbrechen, dass man eben beispielsweise sagt, es geht darum, eine authentische digitale Kommunikation zu betreiben, also auch das Menschliche sichtbar zu machen oder eben auch sichtbar zu machen, wann bin ich es, wann ist es vielleicht jemand aus meinem Team? Ja, das geht da natürlich mit rein, also eine gewisse Transparenz auch der Arbeit. Ich glaube, das ist so einer der Grunderfolgsfaktoren, dass man halt auf der einen Seite zeigt, was man eigentlich so tut und die Leute auch ranlässt, quasi Teil seines Tages werden lässt auch. Und das ist immer die Unterscheidung. Viele Politikerinnen und andere Akteure haben Angst natürlich, dass sie zu privat werden und Angst haben, dass sie, wenn sie zu viel von sich geben, dann natürlich dann auch eine Zielscheibe werden von Hass vielleicht auch oder anderen Sachen. Und da muss, glaube ich, schon die Entscheidung getroffen werden, privat und persönlich. Ich bin immer großer Freund von persönlich und privat sollte auch außen vor bleiben, wenn ich das nicht unbedingt möchte. Das Zweite ist, was ich schon gesagt habe, das Dialogische, dass man quasi sich auch einlässt auf Diskurse, sich Zeit nimmt auch natürlich, dann die auch einplant und dann auch wirklich Diskussionen zu führen. Das Dritte ist so eine gewisse selbstkritische Haltung und Selbstreflexion, dass man auch über sich lachen kann, Fehler, die man macht, auch im politischen Alltag, da passieren genügend, auch zugibt. Also nicht nur alles, was ich oft sehe, was mich wirklich langsam
anödet, ist, dass Politikerinnen nur Erfolgsmeldungen von sich geben. So, und so ist nicht Politik. Also auch ich habe jeden Tag Niederlagen. Jeder von uns hat Niederlagen. Und die offen mal zuzugeben und mit denen mal auch souverän umzugehen, fände ich ganz gut, das auch zu geben. Also auch dieses nicht nur Abfeiern von Erfolgen, sondern auch mal so selbstkritischer auch mal zeigen, dass Sachen nicht gut laufen. So. Das. Nun ist das ja auch ein Raum, in dem Sie sich auch quasi härterer Kritik aussetzen, als Sie es vielleicht normal in Ihrem geschützten Umfeld haben. Klar, bei einem tatsächlichen Vor-Ort-Termin, beim Townhall-Gespräch ist die Kritik auch ähnlich offen, aber ist gerade bei diesem Punkt, man wird dann natürlich auch angegangen, auch die Frage, was ist eine digitale Öffentlichkeit im Vergleich zur Gesamtöffentlichkeit? Ja, natürlich. Also der Ton ist schon ein anderer und das ist ein rauerer in digitalen Welten. Aber oftmals natürlich, würde ich fast sagen, also als Politiker weiß man, dass man in der Öffentlichkeit steht und dass man Kritik ausgesetzt ist. Sonst wird man kein Politikerin und kein Politiker, wenn man das nicht quasi weiß und das nicht aushalten kann. Da braucht man eine gewisse charakterliche Konstitution. Die hat auch nicht jeder. Und dann muss man natürlich auch überlegen, man kann das managen, man kann das organisieren. Also auch Hass natürlich tut weh, wenn der passiert. Und das, ich wünsche es keinem, auch nicht dem größten politischen Gegner wünscht man sowas, dass es passiert. Aber man kann sich natürlich davor gewissermaßen schützen, indem man eine Community aufbaut, die einen zum Beispiel verteidigt. Dass man sich quasi auch immer wieder klar macht, dass Kritik natürlich nicht an einen persönlich gerichtet ist, sondern dass es gegen die Person in ihrem Amt und der Funktion auch ist. Und das muss man lernen. Das ist nichts, was man von heute auf morgen natürlich schafft. Und es kann hart sein. Das ist ein hartes Bad, durch das man geht dann in den ersten Wochen, Monaten, wenn man vielleicht eine neue Position bekommt und dann das erlebt. Und aber trotzdem ist es natürlich ein Teil der Gesellschaft. Und man kann dann sich für sich die Entscheidung treffen, dass es für einen besser ist, dann Kanäle wieder zu verlassen, Plattformen wieder zu verlassen. Damit wird sich das Problem aber nicht ändern. Und die digitale Gesellschaft, Öffentlichkeit wird sich dadurch dann nicht beeindrucken lassen. Und dann ist er denn die Aufgabe, quasi den Ton zu ändern und mit seiner politischen Agenda, mit seinem politischen Handeln dann auch dafür zu sorgen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass man damit natürlich dann auch dagegen steht und dass sich auch dagegen wehrt. Und das geht natürlich nie alleine als ein Politiker, Politikerin. Da würde ich mir wünschen, dass sich natürlich dann auch parteiübergreifend Leute zusammentun und wieder für eine vielleicht positivere politische Kultur auch natürlich sorgen. Das hören Politikerinnen nicht gerne, wenn ich das sage. Aber ich glaube, es wäre schon viel getan für eine politische Kultur, wenn allein die 4.000, 5.000 gewählten Mandatsträger in diesem Land anfangen würden, mal zu reflektieren, was sie da jeden Tag von sich geben und wie verletzend viel es auch ist, was sie dann tun. In Sonntagsreden wird dann gerne gesagt, nein, diese bösen politischen Gegner, die immer unter Gürtellinie treten. Und zwei Stunden später sehe ich dann einen Tweet von diesem Politiker, der genau das tut, was er gerade kritisiert hat. Ich glaube, wenn man sich da schon reflektieren würde, würde schon vieles quasi besser dastehen und vielleicht der Diskurs auch anders laufen, als er aktuell läuft. Wie wichtig ist in deiner Rolle als Berater auch das Vermitteln von Technologieverständnis, das Erklären von digitalen Kommunikationsmedien und ihren Phänomenen? Denn wenn wir jetzt an Diskussionsthemen denken wie Social Bots, Stimmungsmache durch Interessengruppen, braucht es da nicht auch einfach ein gewisses Grundverständnis der Technologie und dessen, was da passiert, um an dieser Diskussion tatsächlich teilnehmen zu können? Definitiv. Und die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, denen muss man das nicht erzählen. Die wissen das. Die 10, 20 auf Bundesebene, die sind perfekt in den Themen drin. Die Schwierigkeit ist eher in der Komplexität der aktuellen politischen Gesellschaft, in der wir leben, dass halt ein Fachpolitiker von einem anderen Fachgebiet das nicht unbedingt versteht. Und die Schwierigkeit besteht, dass sich gerade der digitale Welt extrem schnell verändert. Das heißt, diese Veränderungsgeschichten müssen natürlich auch erlernt werden. Und diese Zeit hat Politik oftmals nicht. Das heißt, es werden schnelle Antworten gefordert. Es wird schnell etwas rausgeschossen, weil man das so vielleicht in einem anderen System gelernt hat. Und das ist dann oftmals mit wenig Kompetenz verbunden. Also würde ich mir wünschen, dass Politikerinnen natürlich sich mehr Zeit nehmen, Sachen zu verstehen. Gefühlt sind sie oftmals aber so gehetzt, dass sie diese Zeit auch für sich gefühlt nicht haben, das zu verstehen. Aber deshalb ist es schon auch ein Teil meiner Arbeit, ein großer Teil auch, Technologie zu erklären und immer wieder zu sagen, atme mal durch, versucht mal zu verstehen, was es genau ist. Ich glaube, es wird nichts bringen, jetzt Social Bots mit Gesetz zu verbieten zum Beispiel. Das würde das Problem nicht lösen, sondern das ist ein Klassiker. Also es wird immer ganz schnell natürlich gefordert, irgendwelche Gesetze, irgendwas zu verbieten. Das ist so vielleicht deutsche Mentalität auch, ich weiß es nicht.
Und das ist oftmals nicht die Lösung. Und deshalb ist es neben dem technologischen Verständnis auch wichtig, dass man Kultur des Netzes versteht. Also oftmals würde ich auch meinen Job als Kulturerklärer sagen. Was ist denn eine Trollkultur? Wie funktionieren denn Trolle? Wie funktionieren denn Provokationen im Netz? Muss ich über jedes Stöckchen springen, was mir hingehalten wird? Nein. So. Und das ist ganz, ganz oft etwas, was ich auch mache, wo ich die Technologie erstmal außen vor lasse und das dann eher der zweite und dritte Schritt ist, erstmal kulturelle Phänomene zu erklären. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten auch mit der sehr heftig geführten Diskussion um die EU-Urheberrechtsreform und Uploadfilter, aber auch mit so etwas wie der Bewegung rund um Fridays for Future, das Phänomen, dass sich gerade junge Menschen engagieren für politische Themen, für Themen, die ihnen wichtig sind. Deren Kommunikation ist zu einem guten Teil völlig natürlich digitale Kommunikation. Gleichzeitig erleben sie in diesen Phänomenen Politik jetzt aber eher als Hemmschuh, als frustrierend. Was heißt das für die Zukunft, wenn diese Menschen in ein wahlfähiges Alter kommen oder auch selber in ein Alter Politik aktiv mitgestalten zu wollen? Also erstmal finde ich großartig an diesen beiden Bewegungen, die du gerade genannt hast, Fridays for Future und Artikel 13, all die Proteste darum, dass man gezeigt hat, dass halt Jugend nicht unpolitisch ist. War sie nie, das war immer so dieses Schlagwort, was man immer wieder gehört hat, war sie nie. Sie hat sich immer für Politik interessiert und dann gar nicht mal unbedingt für Jugendpolitik, was ja immer gesagt wird, wir müssen irgendwas für junge Leute machen, das machen wir ein bisschen Social Media, ein bisschen junge Themen und so. Bullshit, überhaupt nicht. Sie hat sich auch für die großen Linien, Krieg, Frieden und so immer interessiert. Umweltbewegung und so weiter, war immer sehr jugendlich, immer sehr jung. Das eine zeigt mir, dass Politik in den letzten Jahren gerade Europapolitik verschlafen hat, mal zu erklären, wie Europapolitik auch wirklich funktioniert. Die 96 deutschen Parlamentarier zum Beispiel, die da drüben saßen, haben es natürlich extrem schwer, für 82 Millionen Menschen zu kommunizieren in der Legislaturperiode. Aber eigentlich ist der Auftrag, und da zeige ich jetzt mal ein Best Practice, Timo Wölken von der SPD, ein relativ junger Abgeordneter, der nachgerückt ist, der sich auch einen Namen jetzt gemacht hat, um die Artikel 13 Verabschiedung dort oder Urheberrechtsreform, dass er halt angefangen hat, mal mit seinem Eintritt ins Europaparlament mal zu erklären, wie funktionieren denn das System und die Prozesse. Und ich glaube, das ist erstmal als Grundlage extrem wichtig und entscheidend, mal zu zeigen, dass dieser Frust, der jetzt vielleicht auch entstanden ist bei den Menschen, die sich dagegen jetzt engagiert haben, mal zeigen, dass es halt nicht so einfach geht, mit mal ein paar Protesten auf der Straße und ein paar Hashtags und Tweets jetzt quasi komplette Reformen umzuschieben, sondern dass es längerfristige Geschichten sind. Und das Leuten wieder zu erklären, dass halt das Handwerk von Politik mal wieder zu erklären, ist eine Grundaufgabe neben den inhaltlichen Geschichten der Politik, was zu kurz gekommen ist, also klassische politische Bildung wieder zu betreiben. Das ist der eine Aspekt, den ich sehe, der jetzt, aus dem hoffentlich Politik lernt jetzt auch nach dieser Artikel 13-Geschichte. Und das zweite ist, dass sich Parteien natürlich reformieren müssen. Das haben sie begriffen, das tun sie auch schon. Es geht nicht mehr mit den Konzepten von vor 100 Jahren, wo sich Parteien gegründet haben und die Strukturen und Hierarchien mitgewachsen sind. Sie müssen sich öffnen, gerade für Menschen, die sich halt nur temporär zum Beispiel beteiligen wollen. Das klassische NGO-Beteiligungsformat oder Artikel 13 war ja auch eine sehr temporäre Geschichte jetzt, wo man sich beteiligt hat. Die müssen irgendwie Angebote gemacht werden, vielleicht auch, dass man überhaupt gar nicht Mitglied werden muss einer Partei, was natürlich ein großer, fast schon ein Ideologiebruch ist, glaube ich, in einer Parteiendemokratie. Aber da müssen Parteien sich bewegen und müssen sich relativ schnell auch bewegen. Und es ist gar nicht mal unbedingt für junge Leute. Also auch die Lebensrealität von Leuten wie mir, einem alten Menschen mit 40 Jahren, sieht nicht so aus, dass ich mich in einem Ortsverband engagieren kann, weil ich einfach die Zeit nicht habe, zu viel mobil unterwegs bin. Und es gibt keine mobilen Beteiligungsmöglichkeiten am Stammtisch im Hinterzimmer. Also wo ich mit Mobile im Zug sitzen, vielleicht mich beteiligen kann. Oder zu wenige noch. Also da müssen sich Parteien öffnen mit digitalen Tools. Gibt es viele tolle Möglichkeiten, das ausprobieren, damit man politisches Engagement wieder an Parteien binden kann und die nicht obsolet macht. Weil ich glaube, das Grundkonstrukt von Parteien ist ein sehr gutes für unsere Demokratie. Sie müssen sich halt modernisieren. Und dafür auch entsprechend die eigentlich klassischen Aufgaben korrekt übertragen in die heute modernen Kanäle. Genau, in moderne Kanäle und auch natürlich in gewissen, das ist wieder ganz Kulturding, Kontroll- und Machtverlust. Also dass man natürlich dann, wenn es junge engagierte Menschen gibt, die vielleicht erst seit 2 Monaten dabei sind, die dürfen dann auch mal Prokura bekommen und sich nicht erst 20 Jahre lang durch den Kreisverband kämpfen, damit sie dann Schatzmeister werden dürfen, um dann eine Aufgabe zu machen, ehrenamtlich, die ihnen für ihre Freizeit Zeit nimmt, sondern die dürfen dann auch schon gerne mal die Social-Media-Beauftragten werden, obwohl sie erst seit 2 Monaten dabei sind und auch nicht vielleicht eine gefestigte Ideologie haben der Partei nach, sondern wenn sie Bock haben, sich zu beteiligen, dann sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich dann auch da auszutoben. Vielen Dank.
Gerne.